Fallout London heißt die Totalconversion. Herzlich willkommen zurück. Wir sind immer noch hier in unserem, weiß ich nicht, vorläufigen Hauptquartier. Wir haben uns ja dieser Gruppe so ein bisschen angeschlossen und biedern uns jetzt noch weiter an, indem wir Quests machen für die. Und wir haben eine Mod installiert, die die Ladezeiten reduzieren soll. Ich habe es gerade schon mal ausprobiert. Ich bin mir nicht sicher, ob sie so hundertprozentig das macht, was wir uns erhofft haben von ihr. Aber zumindest ist sie nicht länger geworden, die Ladezeit. Das ist doch schon mal das Erfreuliche. So, wir haben jetzt hier ein paar Quests. Ich weiß gar nicht, was die da oben jetzt nochmal wollen. Wir gucken nochmal bei Data auf Quests. Wir sollen einmal Find Thameshaven, das ist schon die ältere. Ask Winston about Radio Parts und Seek out a Doctor. Investigate your origins, cure your afflictions. Das ist die allererste Quest. Ich weiß nicht mehr, wie ich mir meine zweite Affliction curen kann. Das erste war, da musste ich zum Doktor, das habe ich gemacht. So, da oben ist jetzt der andere Typ. Da gehen wir einfach hier hoch. Ich glaub, mit dem müssen wir jetzt erstmal sprechen. Wer das Spiel gar nicht kennt, Fallout London ist, wie gesagt, eine Total Conversion von einem Modder-Team, die da über viele Jahre dran gearbeitet haben und konnten es dann mit Verspätung releasen, weil ja dieser Next-Gen-Patch von Bethesda alles über den Haufen geworfen hat. Und da hatten sie erstmal wieder ein bisschen was mit zu tun, die Modder. Hallo, Mike. Nice to see you again. What can I do you for? So, ich brauche das hier. Oh, hey. Let's have a butcher's. Looks like he needs a new antenna. I'll have one in a box somewhere, I'm sure. But look, whilst I'm rooting around for that, I've got a job for you. One of my main suppliers is running late with a delivery, and she's never late. I'm worried something's gone wrong. But after the latest attack here, she's never late. Kann ich mich anschließen? I want you to nip down to Nadia's on Deptford High Street to check in on things, and get me the package if it's ready. By the time you're back, I'll have the antenna for you. Nobody gets shot down, never hurt anything. Ich mag, wie das hier aussieht. Ich darf mir nichts nehmen. Aber das gehört mir nicht. Und so, hier, dieses wird alles als Diebstahl gewertet. Ich darf... Oh, der Terminal ist eh kaputt. Warum lassen die hier so ein Terminal rumstehen, wenn er kaputt ist? Einfach nur so, wie so Leute, die eine kaputte Fake-Watch tragen. Alter. Okay. Ich renne ihn jetzt einfach um. So ein bisschen Dominanzverhalten. Ja, ich glaube, später kann ich hier alles klauen, was ich will. Jetzt müssen wir erstmal das hier machen. Und das können wir uns mal auf der Karte angucken. Das ist einfach im Süden. Okay. Dann gehen wir jetzt raus, gen Süden. Hier ist diese andere Quest, Thameshaven. Wir machen erstmal das. So, und jetzt gehen wir raus und jetzt werdet ihr zum ersten Mal die Ladezeiten sehen. Und dann könnt ihr selbst entscheiden, ob sich da genug getan hat oder ob das dann ein bisschen zu dürftig ist. Weil es war, glaube ich, schon, das war gefühlt 2 Minuten. Spiel etwas lauter wird gewünscht, das können wir gerne machen. So, das fahre ich jetzt schon ein bisschen schneller, oder? Wir müssen nach Süden. Hier lang. Und gucken mal, wo die bleibt. The Hound. Hallo. Er ist ein Rekrut. Sehr viele neue Sachen hier einfach verbaut. Das ist echt schön. Die haben sich wirklich, wirklich Mühe gegeben. Okay. Da ist da eine Tür. Nee, oder? Nö. Wie immer. Alles vernagelt. Das ist das Einzige, was ein bisschen schade ist. Aber es ist natürlich schwierig, da jetzt Kritik zu üben. Aber das Einzige, was ein bisschen schade ist, dass sehr, sehr viele Gebäude nicht begehbar sind. Das ist vielleicht auch ein bisschen viel verlangt dann. Für so ein unabhängiges, unbezahltes Modder-Team, die das in ihrer Freizeit machen. Aber das würde dem Ganzen natürlich noch ein bisschen mehr Tiefe geben.
So, wo kommen wir da am schnellsten durch? Hier ist Sense. Es ist auf der anderen Seite hier, diese Häuserzeile. Hier so ein schöner, dicker Touri-Doppeldecker. Kommt man da rein? Oh ja. Auch nach oben auch? Oh ja. Ist hier irgendwas Schönes? Nö, einfach überhaupt nicht. Und da komme ich aber leider auch nicht hoch. Na gut, dann gehen wir wieder rein. Raus, meine ich. Und gucken mal, ob wir hier jetzt... Ah, hier kommen wir rein. Hallo. Was haben wir denn da? Das nehmen wir mal mit. Dann das Circuit Board, Duct Tape. Das sind alles gute Loot-Sachen. Wobei ich noch immer nicht weiß, inwiefern Loot überhaupt wichtig ist. In Fallout landen. So, jetzt haben wir dann einen Tresor. Eventuell könnten wir jetzt das offene Level-Up, was wir noch haben, auch nutzen. Ah ne, ist nur ein Novice. Ich habe mir nämlich ein Level übrig gelassen, das ich entweder in Hacking oder in Lockpicking mache. Je nachdem, was mir als nächstes begegnet. Und solange lasse ich das Level sozusagen ungenutzt. Okay, ansonsten ist hier nicht mehr so viel drin. Schade. Was haben wir hier? Error, Error. Help me. Oh, da stand Help me. Error, Error. Na, okay, da kann man jetzt nicht so viel rauslesen. Außer ein Help me. So, hier geht's Richtung Quest. Ein letztes Fuck entfleuchte der Kehle, dann war er tot. Die war leider gut geworfen, die Handgranate. Mist. Okay. Das ist immer so ein bisschen blöd. Weil wir nicht gesaved haben. Müssen wir jetzt alles normal machen. Aber diesmal wissen wir, wo wir hin müssen und werden uns ein bisschen beeilen. Ich könnte auch den anderen Weg diesmal nehmen, aber wir bleiben jetzt mal dabei. Alter, was ist hier? Oh, so ein alter Diner. Ist irgendwas Feines drin? Nö, ne? Halt einfach gar nichts. Ein Kids Meal. Eine Karotte. Nö, ansonsten nichts. Schade. Nicht mal ein Comic oder so. Man würde ja meinen, dass bei sowas, da sind dann auch ganz viele Kids und die Kids haben alle Comics dabei. Conkers. Oh, 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 Radioaktivität. Warte, ich bin ein bisschen falsch gelaufen. Ich bin einfach falsch gelaufen. Ich bin falsch abgebogen. Warte. Oh, hier geht's rauf. Oh, das ist so ein richtig... Fallout ist ein richtiges ADHS-Spiel, oder? Man wird ständig von seinem eigentlichen Vorhaben abgebracht, weil man irgendwas entdeckt, was man sich angucken will. Oh, hier geht's sogar rein. Naja, ich dachte, die Tür wäre offen. Schade. Steht oben. So, ganz kurz mich nochmal zurückorientieren. Ich bin komplett blöd gelaufen. Einfach überhaupt nicht aufgepasst. So, wir müssen nach Süden. Von hier ist aber ganz gut einfach die Straße nach Süden. Hier. Genau. Geht's überall nicht rein? Hier geht's rein. Da geht's sogar noch in ein oberes Stockwerk. Guck mal einer, da kann man schlafen.
Das machen wir doch mal. Wir schlafen, bis es Tag ist. Und zwar dann 7 Stunden. Dann müssen wir nicht bei Nacht hier rumrennen. Haben wir ein bisschen mehr Licht. Ah ja, hier gibt es auch eine reguläre Treppe. Jetzt regnet es auch noch. Aber hier ist nichts, was ich haben will. Oh geil, guck mal hier, eine Fallout London Tasse. Haha. Das ist ja nice. Nehmen wir mal mit, aber wahrscheinlich wird das überhaupt nichts bringen. Aber manchmal sind die ja so ein bisschen Meta. Und wenn ich dann sowas habe, vielleicht ist sie dann viel mächtiger, als man eigentlich denkt. So, wir müssen jetzt nach Süden, habe ich gesagt. Und das wäre dann hier lang. Es ist nicht so hell, wie ich... Oh, ein Händler. Wie ich mir erwartet hatte. Hallo. Got the finest suits of armor in these air parts, I tell ya. Show me what you've got. Got plenty of stock. Take your pick. Was hat er denn so? Ein bisschen Munition ist zu Beginn, glaube ich, relativ gern gesehen. Munition ist wichtig. Den Rest kaufe ich mir hier nicht. Aber mal gucken, was er so hat. Was soll ich jetzt? 34 Tickets soll ich ihm dafür geben. Wie wäre es denn, wenn ich jetzt ihm irgendwas anderes gebe? Zum Beispiel ein paar Surgical Masks. Oder welches von denen waren der schönste? Die haben wenigstens ein bisschen Damage Resistance. Oder was kann ich hier noch verticken? Brauche ich sowas? Nee. Alles weg. So schöne Anzüge. Die haben aber keinen weiteren Wert. Komm, dann kriegst du noch das hier. Leider kein Bonus auf irgendwas. Komm, scheiß drauf, diese Dinger zieht doch eh nicht an, oder? Die sind zwar wunderschön, aber das ist alles nur verschwendet. Ist ja nicht mal ein Bonus auf Charisma oder irgendwas. Dann hätten wir noch... Ja. Irgendwas doppelt. Nö, die behalten wir auch. Wir haben ja sehr wenig Sachen noch bislang. Damit. Okay, und accept. So, jetzt haben wir sogar noch ein bisschen Geld verdient. Okay, und hier geht es jetzt Richtung Quest. Und da kommen jetzt gleich, wo war das, links, ne? Kommen diese frechen Freunde. Wieso ist das so düster? Komm, hier, das ist ein Regal. Hier gibt es immer irgendwas Schönes. Ein Bone Cutter. Seife. Seife ist so ein Ding in der Apokalypse, das muss echt was wert sein. Ah, jetzt habe ich das Surgical Tray genommen. Ja, ist nicht schlimm. IV Bag bringen wir wahrscheinlich auch nichts mehr. Kann ich nicht nutzen, okay. Da ist noch, was ist das? Buff Outs? Red Axe. Hat sich doch gelohnt, ein bisschen plündern zu gehen. Ab und zu mal safen ist gut. Jetzt kommen wir wieder ins Gefahrengebiet. Was haben wir hier noch? Oh, Grusel, Schmusel. Hast du wieder ein Safe? Nobbes. Was ist hier drin? Oh, sehr schön. Muni ist am Anfang immer sehr, sehr wichtig. Wir haben das. Die können wir einmal nachladen. Sieht aus wie so eine Luga, ne? Dann haben wir das Messer. Was haben wir hier noch? Die. Okay. Bleiben wir mal bei der hier. Sehr schön.
Weitere Quest. Befindet sich hier. Immer aufpassen. Denn hier müssten jetzt auch so fiese Typen sein. So, hier waren wir eben drin. Und da looten wir nochmal. Da war ja nicht viel. Hier kriegt es ja auch ein bisschen. Es gibt auch mal ein bisschen XP, wenn man irgendwas. Ah, das war dumm. Irgendwas öffnet. Wir haben am Anfang natürlich voll wenig von diesen Pins. Shotgun Shells. Was Leckeres zu trinken gibt es ja auch. Und hier haben wir noch Pre-War Money, genau. Was? Wie habe ich denn das jetzt rausgefunden? Okay. Wie habe ich denn das jetzt gemacht? Das war ja... Speak to Nadia. Okay. Was ist da passiert? Ich glaube nicht, dass das so gewollt war. Ich habe eigentlich nur das Pre-War Money genommen. So, hier wird noch geballert, aber auch gleich... Hier ist Nadia. Hallo Nadia. I guess I have you to thank. Für was? Those hooligans were ruining my lovely shop. Ich glaube, sie hat die selber getötet. Lol. Oh yes, yes. Good old vagabonds looking after us measly shopkeepers. Us poor lowly dealers subject to the whims and terrors of fate. We're very grateful, we are. Well, well. I have that Winston fellow's package here. Take it to him, will ya? My usual runner got scared off and now I've got some clear up to do. But listen here, I am grateful to you for helping out. You need some supplies? I will give you the best prices. All ethically sourced, of course. Hm. Warte mal. Ich will kaufen. Welcome. Welcome. Let's see what you've got. Take a look. Show me what you've got. So, ich kaufe einfach alle Muni. Boah, ist das teuer. Okay, es ist scheiße teuer. Lol. Fuck. Ja, nee, ich befürchte, es funktioniert so nicht. Wo ist denn meine Pre-Aid, Pre-War Money? Was kriege ich denn dafür? 28 Tickets. Natürlich jetzt fürchtlich. Nee, warte, das müssen wir einmal canceln. Was ist das? Okay, das ist exakt das Gleiche. Warte mal, was haben wir denn? Wir haben 9mm, haben wir 13 Schuss. Davon haben wir 72 Schuss. Und... Boah, die sind ja richtig teuer einfach nur. Dann kaufen wir wohl mal... Warte mal, was ist das, wo wir dieses Gewehr... Das Gewehr ist... Das, Punkt 32. Damage 13. Die 9mm macht 18 Damage. Ja. Es ist einfach lächerlich teuer. 7 Tickets. Dann gib mir mal einfach 10 Schuss. Und du kriegst von mir das. Und mehr nicht. So. Goodbye. Bye. Was wir haben, haben wir. So, jetzt müssen wir wieder zurückgehen. Und zurück zu Winston gehen. Wir können jetzt aber auch einfach mal den Tag ausnutzen. Das ist jetzt ja sehr hell. Ich glaube, dass dieses Feuergefecht, das hätten wir eigentlich beenden sollen. Und ich nehme an, sie hat das selber beendet. Weil wir uns so viel Zeit gelassen haben. Und dann ist die Quest einfach weitergelaufen.
Ich glaube nicht, dass es ein Bug war. Oh, hier. Aber die haben ja wahrscheinlich auch irgendwo ihr Hauptquartier hier in der Nähe. Vielleicht liegen ja noch leckere Sachen darum. Gerade zu Beginn des Spiels ist ja alles Mögliche von Wert, weil man ja nichts hat. Boah, ist das düster. Diese Gassen Londons hier. Da ist dieser Regen dazu, das ist ja... So, hier waren wir drin. Wo genau hatten die denn jetzt ihr Nest? Hier wurde irgendwie geballert. Vielleicht hatten die auch gar kein Nest. Möglicherweise stromerten die einfach nur rum. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wo ich das letzte Mal gestorben bin. Ist egal. Dann lass uns zurückgehen, wo wir unsere Quest abgeben können. Und das ist dann ja wahrscheinlich einfach... Hier im Norden können wir auch schnell traveln. Und dann geben wir die Quest ab, dann kriegen wir vielleicht mal ein Level ab und andere tolle Sachen. So, die stecken wir weg. Und dann müssen wir... Warte, doch, das ist... Ja, das ist ja gleich, das ist eigentlich egal, das ist der gleiche Eingang. So. Hoffen wir mal, dass die Ladezeiten kurz bleiben. Ja. Ja. Hallo. You got the delivery then? Ja. Thanks for that. And I'm glad Nadia's okay. Ich auch. She's one of my sharpest suppliers. I found the part for the radio you were after. Here you are. If you need a workbench to fix it, check with Bullettooth Anthony. He's usually down the basement. Dankeschön. So, jetzt müssen wir in den Keller. Müssen wir nur wissen, wo der Eingang zum Keller ist. Wo sind die Treppen zum Keller, ha? Huh? Aha, hier wahrscheinlich nicht. Ah! More bodies getting shot down, never hurt anything. Hier waren noch... Oh, nehmen wir doch diese Stufe hier. Das war ja der kürzeste Weg. Hi! Hello, Sunshine. The name's Bullettooth Anthony. What you after? Wir haben eine Quest und... He has it hard, Gaunt. But he's tough and he's fair as he needs to be. Mhm. So, dann machen wir mal die Quest. No chance, Sunshine. I'm trying to fix up an old laser rifle I found and it's laid out in 100 pieces right now. You dare mess that up, and I'll have your head off. But look, you find me a piece to replace an old crystalline photon agitator, and I'll be able to finish it off. Then the workbench is all yours. Also, okay. Intelligence 5 von 9. Können wir direkt vergessen. Most messes of old scrap electronics will have something useful in them. You can generally salvage them in old supply stores, or some of the traders in Lewisham should sell them. My mother wanted me to be a farmer. Crystalline photon agitator. Habe ich sowas? Hello again, Sunshine. What you after? Ich guck mal, wer hab ich ja schon einen. Nö. I fix up weapons, do repairs and maintenance. That sort of thing. Nothing right now. Okay, Bluetooth, Anthony. Nee, Bullettooth, Bluetooth. Darf ich alles nicht machen? Ja, ich höre dir gar nicht mehr zu, ich bin schon weg. Tschüss. Es ist ja wirklich ein bisschen lächerlich. Jetzt schicken die mich von einem Botengang zum nächsten. So, dann können wir direkt wieder hier hingehen. Jetzt muss ich erstmal rausgehen. Das ist ein bisschen nervig, weil es die Ladezeiten unnötig verdoppelt. Ich muss jetzt, ich glaube, jetzt gehe ich aus Versehen nach oben. Ja. Warte. Ich muss jetzt erst das Gebäude verlassen. Dann kann ich Fast Travel machen.
was unnötig ist. If you hang around, touch me again, and there'll be consequences. Die drohen alle nur, ne? Die Threateners, könnte man die Gang auch nennen. Die machen halt einfach nichts, egal wie oft ich die anrempel. Die sind einfach nur sauer. Wo war ich eigentlich stehen geblieben? Strife Tracer, Klask, Sprengwurst. Vielen Dank, Leute. Für den Support. So, jetzt müssen wir wieder sich das richtig, dass wir wieder in den Süden marschieren müssen. Da waren wir doch schon. Machen wir mal Fast Travel. Müsste trotzdem schneller gehen. Ich erhoffe mir sehr viel Erfahrungspunkte, wenn ich hier die Quests abschließe. Aber müsste eigentlich immer noch schneller sein. Fuck. Was ist denn das? Hallo? Okay, das ist weird. Ja, Mist. Fuck. Das ist jetzt blöd. Ich meine, das ist ja ein Hardware-Store, ne? Oder? Kann man das als solchen bezeichnen? Ja, der wollte doch auch... Ne. Wollte der eine Typ nicht sein Radio reparieren? Kann ich hier... Guck mal, hier sind vier funktionsfähige Radios. Warum kann ich denn nicht einfach dem vier funktionsfähige Radios geben, statt dieser ganzen Questreihe zu folgen, die am Ende ja darum geht, dass ich ein Radio zum Laufen bringe? Haben wir hier schon reingeguckt? Sticky situation. The terminal's keyboard was coated in a thick layer of unknown sticky substance. Upon further inspection, it was determined to be a mixture of teaser, coffee and various food particles. The keys were barely functioning due to the build-up and the trackpad was similarly affected. A thorough cleaning was necessary. Okay. Jo. Unidentified smell. A foul odor emanated from this terminal, making it unbearable to work nearby. The source of the smell was traced to the terminal's ventilation system, which was clogged with hair, dust and other debris. The filters were replaced and the system was thoroughly cleaned to eliminate the odor. Ja, das ist alles so. Ist hier noch irgendwas? Nee, einfach, aber ist lustig. Okay. Bip, bip. Ja, Leute. Hier ist auf jeden Fall nicht das, was ich gesucht habe. Crystalline Photon Agitator. Weil mit dem Radio vielleicht Funkgerät gemeint ist. Ja, du hast völlig recht. Komplett meine Schuld. Die Frage ist, ob ich mit einer Schaufel hier vielleicht buddeln könnte. Weil hier ist ja auch die Straße aufgerissen. Aber ich habe keine Schaufel. Eventuell könnte ich hier buddeln. Der Marker ist falsch im Store, bin ich richtig? Ja, echt? Aber hier ist ja nichts mehr. Also. Fuse, okay. Fuse. Hier ist ja nichts mehr. Desks ist auch nichts drin. Hallo. Den Safe habe ich schon aufgemacht. Siehst du? Der ist leer. Da war ich ja schon drin. Oh, was ist das? Das ist schön. Farming Leather. Hä? Mein Gefühl ist, ich habe hier schon ganz schön viel aufgesammelt. Was brauchbar ist. Tja. Tja, das ist jetzt eine gute Frage, ob ich jetzt nochmal das Spiel neu lade oder was auch immer, aber
Vielleicht finde ich das ja auch woanders, dieses Teil, aber das ist jetzt hier natürlich echt blöd. Keine Ahnung. Da liegt noch was auf dem einen Tisch in der Mitte. Ah ja, warte mal, das? Alter, das gibt's ja nicht. Das ist das Original gewesen. Oh. Alles abgesucht. Und dann war's das Original. LOL. Siri, sehr gut aufgepasst. Sehr gut aufgepasst. Ich habe mir da auch einen Wolf gesucht. Ah, siehst du? Es ist immer schön zu hören, wenn man nicht der Einzige ist, der irgendwo struggelt. Zurück in den Sworn and Mitre. Ladezeit. Dann muss ich jetzt wieder in den Keller. In den Keller gehen. Naja, war das nicht auf der anderen Seite? Ne, hier war das Loch. Das war das schnellste. Hallo! Hallo again, Sunshine. What you after? Ich hab, was du brauchst. Warum sind das zwei unterschiedliche Dialoge? Ja, dann nehme ich das, weil das klingt kompetenter. Here is the crystalline photon agitator. Das ist das komplette, die komplette richtige Bezeichnung. Und das hier ist so crystal thingy. Wir wollen kompetent wirken, deswegen nehme ich das. Here we are, a fully restored Upton Burke Class C laser rifle. Ain't it a beaut? Absolute shite that keeps breaking after 10 shots, mind. But it'll bugger up anything it hits before then. Now, you had some gizmo you wanted patched up. And here, and I'll sort it for you. Let's see, out with the old, in with the new. I can tidy these frayed wires too. This is quite the old bit of junk Nelson's hanging on to. Well, it's all fixed. But it looks like the battery is knackered. I've got none of the right sort here, but Johnny Shrapnel should have him in spades. He's usually hanging out back by the chem station. Alright. More bodies getting shite done never hurt anything. Darf ich jetzt hier irgendwas machen? Nö. Schade. Okay, dann direkt zum nächsten. Von A nach B und C und zurück. Der ist bei der Chem Station. Wo ist denn jetzt die Chem Station? Da hinten. Hi! Oi, oi. If it ain't that lab rat. Ey! The fuck you up? Boah, sind die uns unfreundlich. Could help, sure. But I've got my own problems to worry about. Listen, give me an hand with something delicate. Das ist überraschend. I can sort for you. Mickey's been having a barney at me for blowing up his hat. And yes, yes, I did blow up his hat. And don't you mind how or why. But at the end of the day, it's just some damn cloth, right? Well, fancy pants Mickey don't see it that way. And I can't keep going on with him giving me the evil eye all day. He's freaking me the fuck out. So I found him something to make up for things. But if I go trying to give it to him myself, I just know I'll say something stupid and ruin it. Why don't you go have a go at delivering it for me? Make him accept the damned apology and I can sort you out with a new battery. My mother wanted me to be a farmer. But I farmer. Get dirty in other ways. Alles klar. Dann. Didn't your mom teach you better? Was? Ey, ich mach hier grad Shit für dich. Hey, geh aus dem Weg. Ey! So, jetzt müssen wir wieder raus und uns in seinem Namen irgendwo entschuldigen, dass die auch nicht aufräumen wollen, ne? Lade, lade, lade. Bundeslade. Okay, dann. Wo ist denn der Mensch, wo wir uns entschuldigen müssen? Ach, der ist ja offensichtlich... Hä? Shit, warte mal. Oh, ich glaube, ich muss wieder reingehen. Das war wahrscheinlich die andere Quest, die mich hier verwirrt hat. Ärgerlicherweise. Ah, okay. Tja. Wäre alles halb so wild, wenn die Ladezeiten nicht so nervig wären.
Aber das ging jetzt. Okay, siehst du, hier ist das. Hey, ich habe einen Entschuldigungsbrief abzugeben. Hallo, Gov. My name's Mickey. Can I help you with something? Johnny Shrapnel said he blew up your head. He asked me to give you this as an apology. Also das sind immer zwei Antwortarten und ich bin mir nicht sicher, in welcher Art die sich jetzt unterscheiden. Das untere scheint mir immer so ein bisschen mehr Kontext noch zu bieten. Also gerade die korrekte Bezeichnung des fehlenden Teils und jetzt hier so ein bisschen mehr einfach. Ich nehme jetzt mal das untere, aber meistens ist es so, dass... War das nicht früher immer so, dass das, je weiter man runterkommt, desto böser ist die Antwort eigentlich? Ich weiß es nicht mehr genau. Egal. So, that shrapnel brain Pillock thinks he can just fuck me with some token. That was my favorite Harry ruined. Tell him to fuck off. Lass mich raten, jetzt muss ich noch mal so einen Hut besorgen. Also, Charisma 4. Come on, he's trying his best here. Endurance könnte ich machen und give 20 Tickets, was ich natürlich nie im Leben mache. Wozu habe ich Charisma? Does he really? That's pretty new for Johnny. Well, alright then. I'll take his apology, if it means that much to him. Thanks, Gov. Okay. Jetzt gehen wir wieder zu Johnny, der einfach 3 Meter weiter weg ist. Weil die hier nichts alleine lösen können. My mother wanted me to be a farmer. I get my hands dirty in other ways. Hallo. Neuigkeiten. You get Mickey to take the gift. Yep. Smashing. I wasn't sure how that would go. I'm glad you didn't try to kill, yeah? Now, you wanted a battery for that radio. Give it here, and I'll see what I've got. Blimey, this is old. Where was hat er da an der Stirn? Hat er ein Schrapnell in der Stirn? I'll have to wire up a couple of 9 volts to get this to work. Let's see. Here you go. All done. And thanks once more for your help with Mickey. Deswegen heißt er nämlich Johnny Shrapnel. Das ist gar kein Grafikfehler, der hat original Shrapnel in der Stirn. Ach du Scheiße. Fuck. Kann man da nichts machen? Kann man das nicht zumindest irgendwie... Weiß ich auch nicht, verkleinern mit einer... Mit einer Flex oder so? Ach, der arme Kerl. Oh, wenn der mit jemandem sich küssen will oder so, dann... Das ist ja richtig gefährlich. Der kann einfach nicht mehr knutschen. So, jetzt von A nach B und zurück. Yes, here it is. Was? Well, better late than never, I guess. Cheers. Don't know what I'd do without this. Now, let's have a listen to what's happening out in the smoke. So. Hallo? Achso. Make sure you're all on high alert. The execution of the vagabond prisoner will take place in Indiscon Square in Millwall. We're expecting a massive crowd, so we need all hands on deck. If you're IODS in Millwall, be there. We're gonna send a message to these two-bit punks. Nobody bombs a syndicate train station and gets away with it. Der hat ja nicht so wirklich Eifer in der Stimme. Turn that damn thing off. Why do you even bring me this stupid radio anyway? You were just trying to upset me, weren't you? Where's Yvette? She's the one who vouched for you. I'm gonna give her a piece of my mind. Ist der doof? You must have been listening in the next room before you brought it over here. How else would that news have been so perfectly timed? I'm on to you, Lebret. Was ein Arschloch. Oh no, did Baby have a hard time with their Tinker Toys? Why didn't you say so? Take a seat, I'll have one of the lads pour up a warm glass of milk to calm your delicate nerves. Where the hell is Yvette? Daycare is over. She's got to pick up her little ankle biter. Ich will jetzt eigentlich gar nicht mehr mit dem irgendwie interagieren. Der ist einfach nur frech. Oh shit, that's right. God damn it.
I would say there's a 90% chance that she's about to do something stupid and find herself knee-deep in shit. Hey, listen, mate. Sorry I lost it on you a second ago. Yeah. You did good with the radio. I need you to do something else for me now. Something much more important. Ich werde hier komplett ausgenutzt. Ja, ich bin kurz davor, das hier zu sagen. Aber ich bin natürlich nett. Oh, how sweet. You're just a little sweetheart, aren't you? A little cutie pie that likes to cuddle up in a bubble bath and write their feelings down in a diary, eh? Dear Diary, today I met a mean old ghoul with a knob the size of a cricket bat, and he bullied me for loving the vet so goddamn much. I think I might have another cry about it. Is that you, then? Rhetorical question. It is you. But you're all I've got at the moment, so I'm going to need you to load up your dainty purse with supplies and head to Millwall to make sure Yvette hasn't done anything too stupid. She's got roots there, and you don't need to be Sherlock fucking Holmes to figure out she's going to make sure that poor soul headed to the hangman isn't one of her people. Bring Yvette back in one piece, and I'll make it worth your while. Okay. I don't know the whole story, just what I've been told. She had a brother once upon a time. Apparently, he found himself in the wrong place at the wrong time, and the syndicate did what the syndicate does to rival gang members, turned him into kibble. So, obviously, she has a bit of an axe to grind, but so does everyone else here, so who gives a shit? Just another syndicate sob story. Join the bloody club. Hi guys! Hey Leute, wir haben Team Fallon im Chat. Hi guys! And I really appreciate that you're trying to chat in German. And your Google translation is perfectly fine. And I do love your game. Hello. Congratulations. It's a lot of fun. I really like playing it. The only thing I had to complain about is the loading time, which I'm sure you guys can't do anything about because it's a Bethesda thing, Fallout 4 problem in general. I'm not sure. I don't think I've installed Buffout 4. Even say goodbye. I guess we've only installed, what is it called? Loading time. Doch, Buffout haben wir auch. Okay. So my right hand Nicola just informed me that we've already installed Buffout 4. So I think we've done everything we can. But that's pretty much the only thing. The rest is really, really nice, and it's stunning actually to realize that you guys worked on it on your free time and for free, and that's amazing. So what does this mean, ghoul, want from me? Okay, I'm in it. Head north to Millwall and don't come back until you find a vet. Tell her blind Nelson's looking for her. The fastest route across the Thames is through the Greenwich Foot Tunnel. If you hang around, wouldn't hurt none. We need the numbers. If you want to lower the loading times, you can install a mod that lowers the loading time, but it lowers the textures. Ah, okay, you can't have one without the other. But to be honest, I really, really like short loading times because it's the same in Fallout 4. If you want to explore and you're running around the town and then you see a building that you want to enter, and every time you ask yourself, is it really worth it? Is it worth it to wait 2 minutes to enter this building, or should I just go on with my life? And soll ich kurz schauen, ob die Mod funktioniert? Wie willst du das schauen? Das gibt einen Log-Eintrag, den habe ich nicht nachgeschaut vorhin, ob es der da ist. Aber ich glaube schon, dass die... Wir können auch mal gucken, ob die FPS beschleunigt werden, weil das macht ja eigentlich die Mod. Quasi das hier, da werden Ladezeiten dann 500 FPS sind, statt nur 30. Ach, die Nummer, okay, dass sie während der... okay. Das sollte eigentlich die Mod verbessern. Aber ich finde, also die Ladezeiten sind jetzt schon kürzer, oder? Also das ist schon... Echt? Okay. Oder? Das jetzt gerade, das war doch schon erkennbar. So... Doch, oder? Findest du nicht? Ich weiß es nicht, kann ich nicht beurteilen. Doch, das, also jetzt hier gerade, das war schon deutlich kürzere Ladezeit. Ja. Aber was willst du? Willst du die Konsole einfach öffnen oder was willst du machen? Also ich muss kurz nochmal nachschauen. In der Beschreibung oder in den Kommentaren zu der Mod gab es nämlich noch ein paar Hinweise, dass man checken kann, ob das alles eingestellt ist.
Ich schau kurz mal. Ich suche Yvette in der Zwischenzeit. Weißt du die Taste für die Konsole? Auswendig? Ich weiß, es ist Raute. Nein. Circumflex. Irgendwie sowas. F12. Was sind die Klassiker? Oh, das war ein Screenshot. Ne, ich weiß nicht genau, welche, was die Konsole ist. Jetzt meint auch die Modus aktiv. Ich lese gerade nicht im Chat. Diese Preservation Shelters, die sind alle leer hier. Oh, geil, guck! Oh! Guck mal hier, die Rigmarigmas. Oh, geil. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, shit. Ich hab immer so schrecklich viele Stimpacks. Oh, shit. Okay. Von wo nehme ich denn... Ah, von da oben! Ach, du Scheiße. Oh, fuck. Oh, scheiße. Ah! Ich bin ja komplett gepinnt. Oh, no! Fuck, scheiße. Scheiße. Oh, wir sind gleich tot. Oh! Okay, das war ein bisschen viel Radioaktivität. Was sind denn noch Kidsmeal? So wenig nur? Okay. Dann, warte. Dann machen wir es halt doch so. Fuck. Scheiße. Hoho! Ist nicht schlimm. Wir haben kürzlich gesaved. Ich wollte mir dieses schöne Boot angucken. Aber das war gut bewacht. Ein sehr gut bewachtes Boot. Dann ist es vielleicht kurz mal nach hinten geschoben, der Besuch des Bootes. Kümmern wir uns erstmal um Yvette. In diesem Observatorium hier ist, oder was ist das hier? Greenwich Foot Tunnel South. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Ja, da geht's rein. Okay. The turret has better aim than in the show for sure, ja. Das war schon gar nicht so schlecht. Ah, was haben wir denn hier? Gucken wir hier ein bisschen Red X. Oh, hier können wir was kochen. Aber wir haben noch gar nichts, was wir hier machen können, leider. Oh, guck mal, das können wir machen. Gibt auch ein bisschen Erfahrungspunkte. Nicht viel, aber ein bisschen. Ah, hier kann man Ribeye Steak. Roasted
Conkers. Was wir haben, haben wir, ne? Soup. So. Wir haben übrigens auch noch einen Level Up. So, ein Level Up spare ich mir ja auf, das hatten wir ja gesagt. Was machen wir jetzt? Charisma können wir nochmal hochgehen. Was haben wir denn hier noch? Wir hatten doch... Obwohl, jetzt habe ich ja eh zwei. Jetzt können wir eigentlich auch beides machen. Jetzt können wir Locksmith machen. Und... dann können wir auch noch... das machen, womit wir rumhacken können. Und zwar ist das hier Hacker. Können wir auch noch einen ausgeben. So, braucht man immer. Okay. So, da geht's hier, ist ein Loch irgendwo, da ging's runter, da ist ein feines Loch, da kommen wir in diese Kanalisation, aber wir wollten doch jetzt mit Yvette sprechen. Und die müsste doch eigentlich hier irgendwo sein. Oder nicht? Oder habe ich mich hier verlaufen? Also laut Map ist sie hier nicht drin. Aber ich bleib jetzt hier. Guck mir das an, was hier ist. Oh, do not enter. Danger. Danger Zone. Hier nehmen wir ein bisschen Radioaktivität leider gerade. Ah, hier ist bestimmt irgendwas Gefährliches drin. Irgend so eine Meyer-Lurk-Queen. Oder sowas. Shit. Oh, ich dachte gerade, das wäre eine Falle gewesen. Hier können wir uns rein droppen. Oh, das ist wahrscheinlich tödlich, wenn man da nicht aufpasst. Oh, fuck. Ich habe keine Ahnung, ob das smart ist. Was hier immer. Okay, hier ist einfach komplett. Ah, shit, im Himmel! Oh, fuck off! Shit. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. So, jetzt habe ich da irgendwas Geiles hier mir gerade selber gebaut. Das nehme ich natürlich mit. Oh, Grusel, 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 Grusel. Wo ist der hin? Ist leider abgesoffen. Bin ich denn jetzt so ein bisschen... Ah, ich muss ein Stimpack eigentlich essen hier. Mein Kopf ist kaputt. Hier muss da noch irgendwas sein. Nö, come on.
Hallo? Fuck. Oh no, ich bin komplett orientierungslos. Das ist so eine Situation, vor der man immer gewarnt wird, dass man unter Wasser die Orientierung verliert. Aber hier ist es leider zu Ende. Oder geht's hier noch weiter? Nee. Ich bin mir nicht sicher, ob da ein Tunnel ist. Nee, oder? Ich meine hier... Ich glaube, ich glitch hier ehrlich gesagt nur rein. Ich glaube, das ist ein Glitch. Haben wir Red X? Ah, fuck, was ist das? Ja gut, ich glaube, ah, warte, guck mal hier. Ansonsten glaube ich, gibt's hier nichts mehr für uns. Das war sehr gefährlich. Wild und gefährlich. Boah. Ja, kein Wunder, dass Yvette hier nicht ist. Weil Yvette ist nämlich nicht blöd. Jo, dann. Right away. Und was essen wir noch? Irgendwas Leckeres, Kids Meal. Mushy Peas. Reds 2. Sind wenig Lebenspunkte. Red Shrew Meat. 10 Reds. Ja, ein bisschen viel Reds. Okay. Das war gruselig. Oder? Jetzt haben wir hier wieder diese Begegnung mit dem Turm da oben. Ich bin ja schon interessiert, was da jetzt mit dem Schiff ist. Aber wir müssen erstmal... Komm, wir machen erstmal Yvette. Okay. Millwall ist offensichtlich hier diese kleine Halbinsel. Kann ich damit fahren? Warte, das. Oh. Habt ihr das gehört? Fuck. Was kommt davon, wenn man einfach nicht aufpasst, wie viel Muni man hat? Oh shit. Oh, okay. Da sind ganz schön viele Leute. Aber ich muss ja darüber nach Millwall. Erstmal habe ich doch auch Dynamit, oder? Kann ich nicht eventuell auch ein bisschen Dynamit schmeißen? Okay, da haben wir nur noch 4 Schuss. So, wie kommen wir nach Millwall? Da fährt ja wahrscheinlich keine U-Bahn mehr. Hier geht's rüber und dann so. Scheint mir ein etwas längerer Weg zu sein, diese ganze Hauptstraße. Ich glaube, wir müssen über die Brücke gehen. Aber mich interessiert natürlich jetzt, was das hier für ein Schiff ist. Hm.
Oh, ich würde ja gern Dynamit rüberschmeißen. Ach, fuck. Oh, ich bin original ins Wasser gefallen. Oh, Mist. Aber das Dynamit ist eigentlich, glaube ich, eine ganz gute Idee. Wieso bin ich denn ins Wasser gefallen? Dynamit. So. Lololo. Wir beobachten die Crew. Wir schleichen. Langsam näher. Keiner sieht uns. Oh Gott. Fuck. Dunkel, sehe nichts. Dunkel. Oh fuck. Oh fuck. Oh, das ist eventuell mein Ende. Oh no. Oh fuck. Der hat eine brutale Reichweite. Easy, 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 easy. Was habe ich denn hier noch zum Essen? Ich habe doch... Reds 8, ne? Ich hatte mir noch Sachen gekocht. Kids Meal. Mutated Fern Flower. Purified Water geht ganz durch. Das ist aber sehr selten. Ribeye Steak ist geil. Ja, die gekochten Sachen sind schon wertvoll. So, wir werden natürlich jetzt weiter. Wir werden dafür kämpfen. Müssen ja schon, so ein paar müssen wir jetzt ja schon ausgeschaltet haben. Das ist ja eine Riesentruppe. Nee. Wir sind immer noch gesneakt. Ja. Sehe nix. Unangenehmerweise sehe ich nichts. Oh, okay. Möglicherweise kriege ich von hinten auch Ärger, muss ich ein bisschen aufpassen. Keine Muni mehr.
Fuck, von wo? Shit. Prozent. Boah. Oh fuck. Ist nicht gut. Boah, ich sehe einfach nichts. Fuck. Oh ja, gar keine Muni mehr. No. Ja, so kann ich ja nicht siegen. Okay, das Gefecht ist komplett in die Hose gegangen. Fuck! No, it's... Schnell weg. Okay, das... Ich muss sagen, das war ein etwas wahnsinniges Unterfangen. Ich habe leider keine Stimpacks mehr. Keine Muni mehr. Das war komplett dumm. Ich habe gedacht, ich kann hier ein bisschen ausräuchern. Aber... Das ist nicht so easy getan, wie ich mir das erhofft hatte. Dieser Kampf scheint sich nicht zu lohnen. Es ist nicht sehr rentabel, der Kampf. Keine Chance, ne? Ich kann mich jetzt auch nicht, ich kann es auch nicht hell machen, dann sehen die mich ja sofort. Ich habe noch 2 Schuss. Kann er es schaffen, mit 2 Schuss eine gesamte Schiffsbesatzung niederzuringen? Die Antwort ist selbstverständlich. Das war der erste tödliche Schuss. Vor ihm liegen 2 Leichen. Er hat noch 1 Schuss. Der Gegner schießt auch sehr schlecht. Er schleicht sich heimlich hin. Sieht, fuck, es gibt überhaupt gar keine Munition. Auch hier einfach keine Munition. Er hat noch 1 Schuss. Einen einzigen Schuss. Der muss sitzen. Was wollt ihr denn jetzt? Was wollt ihr denn jetzt tun? Nichts könnt ihr tun. Lieutenant's Hat. Leadball, ist das vielleicht. Warte mal, ist das vielleicht für die Musket? Das sind ja. Ich dachte kurz an Billardkugeln oder so ein Quatsch, aber nee, warte mal. Das ist für diese seltsame Waffe. Diese hier. Die packen wir mal auf die 5. Haha, die haben immer nur 1 Schuss, glaube ich. So, was ist denn, wenn ich mich jetzt mal zum Kapitän mache? Lieutenant's Hat. Und. Ist das ein Pinstripe-Suit? Nee, ne. Warte, was war das, was der anhatte? Keine Ahnung. Aber das Ding ist ja. Wieso ist das eigentlich immer noch besser als die Sachen, die ich hier finde?
Das hat einfach überhaupt gar keine Resistance. Na egal, mein Hut muss mir noch genug Legitimation geben. So. Ich sehe jetzt hier niemanden mehr. Deshalb ich jetzt einfach kackdreist das Licht anmache. Oh ja! Da, genau, eine Jack Tar-Uniform ist das. Das sind die, die, ja, die Englisch, die Rotröcke halt. So. Da, Jack Tar-Uniform. Jetzt, guck mal hier, wie wir jetzt aussehen. So, jetzt erkennt uns doch niemand mehr. Jetzt sind wir einer von denen. Ich laufe mal hier auf meinem... Hier, Boatswain-Outfit, okay. Nee, mit, als Rotrock bin ich doch bestimmt ein bisschen höher angesehen. Ich gehe einfach nur Patrouille her. Ich habe hier verdächtige Geräusche gehört. Ich bin ja schon lange hier Teil der Crew. Macht euch keine Sorgen. Was ist denn das? Bist du das, Jimmy? Oh, Jimmy musste seinen Hut abgeben. Ich geh mal rein. Hey Leute, ich bin's nur. Einer von den Rotröcken. Hey, was machst du da? Irgendwer hat hier geschossen, aber ich war's nicht. Ich schwöre. Die Ladezeiten des Gewehres sind länger als die des Spiels. Hey, irgendwer hat hier geschossen. Ich bin's nur einfach ein harmloser Rotrock. Kann dir nicht sagen. Warte mal, da geht's raus. Ich war das nicht. Nichts weiter hier drin. Hier oben ist niemand. Ich habe alles gründlich abgesucht. Ich schwöre, Leute. Oh, we the bricks. Oh, inaccessible, warum? Das Ding ist ja geil. Wie geil ist denn der Vorderlader, bitte? Ja, absolut richtig. Oh, okay, das war dumm. Und das war natürlich Quatsch. Bop. Oh, wie er original verzweifelt versucht hat, noch nachzuladen. Das tut mir in der Seele weh. Ich lade jetzt auch nach. Stopp, stopp, das Ding ist total super. Okay. Alles gut, ich habe alles in der Kontrolle. Macht euch keine Sorgen. Was können wir nochmal essen? 8 Reds ist doch Quatsch. Nee, ich muss ja lieber irgendwas damit kochen. Das ist geil, Ribeye Steak. Bisschen verschwendet sogar.
Okay, jetzt gucken wir uns mal in Ruhe um. Ah, Ticket Stash. Ticket Stash. So, hier ist die Kantine. Squirrel, ja, nehmen wir. Specimen Jar. Spotted Dick, was ist denn das? Der gibt kein Charisma, okay. Das nehmen wir. Dish Rack, nee. Was ist das? Nehme ich mit. Coffee Tin ist, glaube ich. Oh, Fusion Cells. Die sind wahrscheinlich noch gut, die sind erst 100 Jahre im Wasser. Keine Sorge, Männer, ich habe hier alles unter Kontrolle. Ich glaube, das war nur Fehlalarm. Das hast du nicht ernsthaft überlebt. Oh, Entschuldigung. Au, das tut mir leid. Das nehmen wir mal mit. Was haben wir denn hier noch? Ein Boater. Der hat original einen Kopfschuss aus einem Meter Entfernung überlebt. So. Der ist leergeräumt hier. Was soll das denn? Ah, die Munition nehme ich. Brauche ich alles. Das hier ist die Waffenkammer, die Pulverkammer. Shotgun, Shells. Fusion Cells. Hypo, Red X. Ah, was ist nochmal der Crude Revolver? Was nimmt der für die 32er auch? Kann man uns verkaufen. Oh, Leather Chest Piece, danke. Oh, eine neue Pistole, die Energiezellen benutzt, meine ich. Also, das heißt, wir können nochmal, genau, der Crude Revolver nimmt auch 32er Muni, aber das nimmt diese Pistole auch. Der macht 24 Damage, die macht 13 Damage. Range 83, Range 119, die ist besser. Fire Rate 7. Okay, Fire Rate 66. Die verschießt schneller, aber die hat mehr Schaden. 24, 13. Ich glaube fast, dass wir dann mit der hier Munition sparen können. Und legen die auf. Machen wir die mal darauf. So, dann haben wir jetzt noch neu. Die nehmen auch alle 32er. Oh, die machen beide 47 Damage. Die hat einen Aufsatz. Die müsste eigentlich ein bisschen besser sein hier. Diese hier. Die kommt dann darauf. Und die ist neu. Die verschießt dieses Cells. Zack. Okay. Aber wir bleiben mal eben bei dem Ding, weil das lustig ist. Das hat Style. Hier tauchen? Nö, ne. Fusionskern gibt's ja auch nicht. Ich glaube fast, das war's hier. Das haben wir hier leer geräumt. So, warte mal, da ist noch eine Tür. Hier war das. Aber wir kamen von da oben. Ah, da komme ich nicht rein. Inaccessible, schade. Ja gut, dieses kleine Beiboot haben wir sozusagen jetzt gecleared. All clear. No! The game has crashed. The game has crashed. Would you like to report? No, no, no. Egal. Nee, nicht überhaupt nicht egal. Wir haben jetzt zum Glück exakt 2 Sekunden vor dem Crash gesaved und sind auch von der Zeit, finde ich, so ganz gut für eine Folge.
denke ich mal. Das erste Mal abgestürzt in, weiß ich nicht, 6 Stunden oder sowas. Das ist okay. Von daher keine Kritik. Ich finde, hat lang gedauert bis zum ersten Crash. Wir haben jetzt ja auch noch diese Mod installiert und alles. Das ist alles nicht so unkompliziert. Deswegen ist das schon okay. Können wir mit leben. Können genau an der Stelle beim nächsten Mal wieder einsteigen. Und schreibt mir sehr gerne, was ihr von dieser Mod haltet. Würdet ihr sie gerne spielen, schafft es aber nicht, die richtig zu installieren, dann lege ich euch ein Video auf meinem Zweitkanal, Nils Extended, ans Herz, was Nicola gemacht hat. Da wird es erklärt. Ansonsten, wie findet ihr die Mod? Einfach so, was ist eure Meinung dazu? Schreibt es mir in die Comments. Vielen lieben Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.